Griechischen ist Vestera, dritte Tetarte. Und pass jetzt auf. Vestera, das Montag, ist eigentlich der erste Tag der Woche. Mira Freunde und herzlich willkommen hier bei Kreta TV. Wir haben wieder mal Sonntag 15 Uhr, 16 Uhr bei uns und bei der Stella. Wie spät ist es bei dir? 15 Uhr. 15 Uhr, richtig. Ja, Freunde, wir haben wieder die achte Lektion haben wir heute und wir haben Zuschriften bekommen, ob wir nicht mal die Wochentage durchnehmen können. Die Wochentage, so Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag bis zum Sonntag. Mhm. So, ich fange jetzt an. Ach. Bitteschön. Wir fangen mit Montag an. Okay. Und zwar ist Deftera. Wie? Deftera? Deftera. Deftera. Jetzt kommt's. Deftera eigentlich bedeutet auch die zweite. Jetzt kommt, weil es ist etwas im Griechischen, was wir alle sehr witzig finden. Weil man sagt Montag, Dienstag, Mittwoch, okay? Im Griechischen ist Deftera, dritte Tetarte. Und pass jetzt auf. Deftera, das Montag ist eigentlich der erste Tag der Woche, bedeutet auch die zweite. Dritti bedeutet die dritte, obwohl das der zweite Tag der Woche ist. Und Tetarte ist auch die vierte. Warum das so ist? Ich glaube, das hat etwas mit der Kirche zu tun, weil man hat gesagt, dass am Sonntag der erste Tag der Woche ist, weil da Gott uns erschaffen hat oder die Welt erschaffen hat. Und ich glaube, das kommt aus dem Christentum, dass es so genannt wird. Das ist die Geschichte dahinter. Aha, ja. Interessant, ja. Ja, weil für die Kirche der erste Tag der Woche ist Sonntag. Und dann kommt Montag, das heißt zweiter Tag, dritter Tag, vierter Tag, fünfter Tag und sechster Tag. Also quasi im Griechischen beginnt die Woche nicht mit Montag, sondern mit Sonntag. Nee, für die Griechen beginnt die Woche schon am Montag, aber für die Kirche, das ist die Vorgeschichte, beginnt am Sonntag und dann kommt der zweite, dritte, vierte Tag. So, deswegen können wir einfach nur sagen, Montag ist Deftera. Deftera. Dienstag ist Triti. Dienstag, Triti. Triti. Mittwoch ist Tetarti. Tetarti. Weil wenn man das anders betont, bedeutet auch die vierte. Das heißt Tetarti, Tetarti. Ah, okay. Aber bedeutet auch vierte. Ist da irgendwo ein Akzent drauf? Ja. Also ist einfach nur, man schreibt es genau gleich. Aber der Akzent ist woanders. Das heißt, es ist so, Tetarte, Mittwoch, Tetarte, die vierte. Donnerstag. Nee, Mittwoch. Mittwoch. Ach so, okay, ja. Griechisch kann sehr kompliziert sein, ich weiß ganz genau. Also, aber Deutsch genauso. So, danach kommt Donnerstag, ist Pempti. Pempti. Freitag ist Paraskevi. Paraskevi. Samstag, das ist so ein bisschen ähnlich wie im Deutschen Sabato. Sabato. Ja, man kann sagen Sa. Sa. Okay. Also Sabato. Sabato. Und Sonntag ist Kyriaki. Kyriaki. Also das ist leicht zu merken. Weil das erinnert mich immer an Kikeriki. Wer ist das? Der Hahn. Ach so, Kikeriko. Das ist auch etwas sehr Witziges im Griechischen, weil wir sagen zum Beispiel, der Hahn macht Kikeriko. Ah, okay. Für Österreicher oder Deutsche macht Kikeriki, oder? Es gibt ja im Griechischen einen Zungenbrecher. Ich kann ihn jetzt nicht auswendig, aber das klingt so, ma papia, die papia. Okay,
Nja papja, nja, okay, nja papja, ma pja papja, nja papja me papja. Genau, genau. Ja, kenn ich. Das haben wir nämlich auf der Griechisch-App drauf als Zungenbrecher. Da sind, glaube ich, 5, 6 so Zungenbrecher, aber das ma papja hat mir am besten gefallen. Ja, das, was mir gefällt, ist, das ist im Deutschen so, als Anna abends aß, aß Anna abends Ananas. Ah, okay. So habe ich Deutsch gelernt, durch Zungenbrecher und alles Mögliche, da im Schauspielschule. So. Aber die helfen einem sehr, die Zungenbrecher. Ja, kann ich mir vorstellen, ja. Weil die helfen dabei, dass hier alles lockerer wird, so alles anders funktioniert. Weil bevor man eine neue Sprache spricht, muss man auch ein bisschen hier eine bestimmte Aufwärmung machen. Zum Beispiel im Deutschen muss man eine Aufwärmung machen, dass man die Konsonanten besser aussprechen kann. Deswegen macht man so. Im Griechischen wäre eher und au. Das heißt, immer die Vokale sind wichtiger im Griechischen. Man muss so den Mund so öffnen, wie man kann. Ja, dann habe ich mir gedacht, Moment, ich habe ja einen Schummelzettel. Und zwar, wenn man bei den Geschäften jetzt, da gibt's immer so, es ist offen oder es ist geschlossen. Was heißt denn das auf Griechisch? Also offen wäre anichta. Anichta, okay. Aber anichta ist auch die Pluralform. Man benutzt eher die Pluralform für Geschäft. Mhm. Nicht immer, aber meistens. Weil die Singularform wäre anichto. Und geschlossen ist Klista, Pluralform, Klisto, Singularform. Okay. Also das heißt, offen ist anichta, was Geschäft angeht, ob das Geschäft offen hat oder nicht. Und geschlossen ist Klista. Okay. Und ich habe schon mal die Situation gehabt, wo ich mir nicht sicher war, ob da jetzt schon offen ist. Die Türe war offen, aber ob da schon Betrieb ist, weil das Licht war noch nicht aufgedreht. Jetzt bin ich halt reingegangen und habe gefragt, ob sie schon offen haben. Also wie würde das jetzt heißen auf Griechisch, wenn ich sage, Entschuldigung, habt ihr schon offen? Ja, das ist eine komische Geschichte im Griechischen, weil jeder nennt das anders tatsächlich. Und grammatikalisch, was ich jetzt sagen werde, ist das vielleicht nicht korrekt, aber meistens fragt man das. Das heißt, ist er nicht da? Ist er nicht da? Ist er nicht da? Aber das bedeutet, das ist sehr falsch grammatikalisch, weil das heißt, sind Sie offen? Ach so, okay. So, und das macht keinen Sinn. Aber die meisten fragen tatsächlich so, die sagen, ist er nicht da? Aha, ja, das klingt eh so, ist er nicht da? Ja, ja. Es ist eigentlich ein deutscher Satz auf Griechisch, ja. Ne? So, wie ist der nicht da? Ja, so, also war wieder heute ein super Nachmittag mit dir. Und ich hoffe, dass euch dieses Video auch gefallen hat. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, ihr den Kanal noch nicht kennt, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und somit versäumt ihr keines unserer Videos. Ihr könnt auch natürlich, ich verlinke es natürlich unten in der Videobeschreibung, auch den Kanal von der Stella liken und abonnieren. Stella hat einen eigenen YouTube-Kanal und da machst du ja auch etwas mit Griechisch, aber für Griechen. Oder du machst eigentlich Deutsch für Griechen. Ich mache beides, aber meine Tendenz ist eher, den Griechen zu helfen, besser Deutsch zu sprechen. Aber ab und zu mal kommen immer wieder deutsche Videos. Aber nicht so viele. Ja, Freunde. Und wir sehen uns natürlich wie immer nächsten Sonntag, 15 Uhr, deutsche Zeit. Und ja, ich sag einfach wie immer, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Also, ciao. Ciao.